Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin Philipp Mörke von Mörkes Music Factory und heute widmen wir uns dem richtigen Begleiten von Volks- und Kinderliedern. Ich habe anhand des Beispiels von Ein Männlein steht im Walde 12 verschiedene Begleitungen für dich arrangiert. Diese sind didaktisch von leicht nach schwer aufgebaut. In diesem Mitmachvideo gebe ich dir immer wieder die Möglichkeit, das Video anzuhalten und das vorgestellte Material in deinem eigenen Tempo zu üben. Also lass uns gleich loslegen. Ein entscheidender Aspekt beim Begleiten von Volksliedern ist die Fähigkeit, die Melodie spielen zu können. Dabei ist es wichtig, auf einen bequemen Fingersatz zu achten. Der nächste Punkt ist es, die Melodie mit der rechten Hand zu spielen und zeitgleich dazu zu singen. Ein Männlein steht im Walde ganz still und stumm. Es hat vor lauter Purpur ein Männlein um. Sag, wer mag das Männlein sein, das da steht im Wald allein mit dem purpurroten Mäntelein. Ein Männlein steht im Walde ganz still und stumm. Es hat vor lauter Purpur ein Männlein um. Sag, wer mag das Männlein sein, das da steht im Wald allein mit dem purpurroten Mäntelein. Nun geht es darum, mit der linken Hand die Grund- oder Haupttraglänge zu spielen, während die rechte Hand die Melodie eine Oktave höher spielt. Volkslieder verwenden zu 95% die drei Haupttraglänge Tonika, Dominante und Subdominante. Es gibt natürlich Regeln, wann ein Akkord gewechselt werden soll, allerdings erreicht man das gleiche Resultat auch mit Ausprobieren. Das ist überhaupt keine Schande. Eine interessante Stelle, die ich herausheben möchte, ist der B-Teil, bei dem der Dominant-Sept-Akkord auf zwei Arten gespielt werden kann. Entweder so oder. Es gibt eine Regel, die besagt, wenn beide Sept-Akkordtöne vorkommen, nämlich die Septime, oder auch die Quinte, dann braucht dieser Ton im Akkord der linken Hand nicht aufzutauchen. Also, hier ist die Septime gedoppelt. Es wäre also schöner, man spielt hier die Quinte in der linken Hand und geht dann zur Septime. Also, das Beispiel nochmal. Wenn man aber nur einen Akkord haben will, dann sagt die Regel, der letzte Ton entscheidet. In diesem Fall ist oben die Quinte, unten die Septime. Wir kommen jetzt zu den drei Hauptbegleitarten beim Liedspiel, die da wären.
getragen, fließend und rhythmisch. Bei der getragenen Begleitung spielt die linke Hand rhythmisch den Puls. Bei diesem Arrangement sind einige interessante Dinge verarbeitet. Die Subdominante verwendet eine Sechste und dadurch ergibt sich die melodische Kadenz. Noch melodischer wird es, wenn die Tonika als Sechsterchord, also die Terz im Bass, und als Quartsechsterchord, die Quinte im Bass, auftaucht. Mit dieser Technik klingt das Arrangement sofort nach Klassik. Beispiel: normaler Dreiklang, Tonika mit Terz, Subdominante mit Sechste, Tonika mit Quint im Bass, Dominante, Tonika. Im Vergleich die einfache Version. Die klassische super Trick ist es. Die nächste Begleitung ist die fließende Begleitung. Die Begleitung ist ganz einfach herzustellen, indem man zunächst mal die Akkorde wieder als Akkorde spielt. Die dritte Begleitung ist die rhythmische oder auch tänzerische Begleitung. In 90% der Fälle würde man sich für die Wechselbassbegleitung entscheiden. Ich hätte die Wechselbassbegleitung natürlich auch im A-Teil anwenden können. Ich habe mich dann aber entschieden, die für den B-Teil aufzuheben. Und dann im A-Teil eine Variation anzubieten.
Diese drei Hauptbegleitarten, getragen, fließend und rhythmisch, können wir auch für das Liedbegleitspiel verwenden. Ein Männlein steht im Walde ganz still und stumm. Es hat vor lauter Purpur ein Mäntlein um. Sag, wer mag das Männlein sein, das da steht im Wald allein mit dem purpurroten Mäntelein. Ein Männlein steht im Walde ganz still und stumm. Es hat vor lauter Purpur ein Mäntlein um. Sag, wer mag das Männlein sein, das da steht im Wald allein mit dem purpurroten Mäntelein. Man merkt sofort die melodische Kadenz, wie das gleich nach Meer und nach Klassik klingt. Ich spiele das gleiche Beispiel mal mit einfacher Kadenz. Ein Männlein steht im Walde ganz still und stumm. Jetzt nochmal mit der melodischen Kadenz. Ein Männlein steht im Walde ganz still und stumm. Im B-Teil verstecken sich zwei interessante Techniken. Zum einen ein Dominant-Orgelpunkt oder Pedal Point und eine harmonisierte Gegenstimme. Sag, wer mag das Männlein sein, das da steht im Wald allein. Ein Männlein steht im Walde ganz still und stumm. Es hat vor lauter Purpur ein Männlein um. Sag, wer mag das Männlein sein, das da steht im Wald allein mit dem purpurroten Mäntelein. Ein Männlein steht im Walde ganz still und stumm. Es hat vor lauter Purpur ein Männlein um. Sag, wer mag das Männlein sein, das da steht im Wald allein mit dem purpurroten Mäntelein. In diesem Arrangement verstecken sich doch einiges an Techniken. Die wollen wir jetzt mal durchgehen. Eine häufig gebrauchte Bassfloskel von der Subdominante zur Tonika ist folgendes. Dadurch klingt die Basslinie melodischer. Der B-Teil verwendet wieder ein Dominantpedal und einen Gegenschlag. Sag, wer mag das Männlein sein, das da steht im Wald allein. Außerdem verwendet der B-Teil angedeutete Dezimenparallelen. Dezimenparallelen kommen später noch und klingen so. Das Ganze klingt jetzt so. Teil habe ich auch noch einen Auftakt vorangesetzt. Sag, wer mag das Männlein sein, das da steht im Wald allein. Den letzten A-Teil habe ich kontrapunktisch reharmonisiert. Die Melodie geht nach oben, der Bass geht nach unten. Mit Akkorden. Das Ganze noch mit dem berühmten Murky-Bass. Das war der Disco-Bass aus der Klassik. Das berühmteste Beispiel ist von Beethoven und klingt so. Bei uns klingt es so. Okay, ich weiß,
Das Outro passt überhaupt nicht, aber ich find's witzig. Die fließende Begleitung basiert auf den Grunddreiklängen und ihren Umkehrungen. Aufgrund dieser Basis können wir jetzt eine fließende Begleitung erfinden, und zwar mit folgendem Muster. Ein Männlein steht im Walde ganz still und stumm. Es hat vor lauter Popo ein Männlein um. Sag, wer mag das Männlein sein, das da steht im Wald allein mit dem Popo. Die Reharmonisation aus dem vorherigen Beispiel habe ich übernommen. Allerdings jetzt auch fließend. Mit dem Popo. Im B-Teil werden wieder Dezimenparallelen verwendet mit einem Dominantpunkt, Orgelpunkt in der Mitte, aber auf dem Offbeat, und das ist hart. Das klingt aber irgendwie uncool, und deswegen kam ich mit viel Probieren auf folgende Version. Und im Ganzen habe ich natürlich wieder einen Auftakt vorangestellt. Sag, wer mag das Männlein sein, das da steht im Wald allein. Sag, wer mag das Männlein sein, das da steht im Wald allein. Ein Männlein steht im Walde ganz still und stumm. Es hat vor lauter Popo ein Männlein um. Sag, wer mag das Männlein sein, das da steht im Wald allein mit dem purpurroten Mäntelein. Im Prinzip haben wir jetzt die wichtigsten Techniken besprochen. Die drei Hauptbegleitungen, getragen, fließend und rhythmisch, sowohl im Liedspiel als auch im Liedbegleitspielen. Um jetzt aber alle 12 Tonarten behandelt zu haben, folgen nur noch drei weitere hilfreiche Techniken. Wie bereits mehrfach besprochen, hier jetzt die Dezimenparallelen ausnotiert. Zu den Dezimenparallelen kann man auch Liegetöne hinzunehmen. Das sind entweder der Grundton oder die Quinte der Tonart. Thank you.
Aus diesen Liegetönen kann sich eine dritte Stimme entwickeln, die ist in diesem Fall rot notiert. Ja, 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 ja. Vor lauter Purpur ein Mäntlein um. Teil wurde eine Hornstimme eingebaut. Das Horn, das ruht sich aus, es bringt nur einen Ton heraus. Drei Töne sogar. Und am Schluss noch ein auskomponiertes Crescendo, wie es bei Cembalisten in der Barockzeit üblich war. Ich hoffe, der Inhalt dieses Videos hat dir gefallen und wird dir weiterhelfen. Über ein Like, ein Abo würde ich mich natürlich sehr freuen, aber auch über Feedbacks in den Kommentaren. Enjoy practicing!